Hallo Leute, ja, wir sind hier in unserer kleinen Welt wieder. Wir haben hier, was ich letztens zum Schluss noch gesehen habe, einen Absturz gehabt von Kepler. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich kann den auch nicht anklicken, oder? Nee. Da müssen wir mal gucken, ob der noch lebt. Und wie lange das schon her ist. Ich habe aber auch nichts mitgekriegt. Lass uns mal von unten links oder unten rechts hier anfangen. Tierkrankheiten, ist klar. Finde ich den hier irgendwo, ist die Frage. Was ist das? Megafaultier. Oh, da ist er. Aber wahrscheinlich schon tot, oder? Ja, der ist schon tot. Vor 5 Stunden gestorben. Das ist ja mal ärgerlich, ne? Ja, da können wir nichts mehr machen. Das ist, wir können den erlauben und dann sollten wir den beerdigen, oder? Warte, dafür muss ich einen auswählen. Ja, mal gucken, ob der das macht. Gut, da können wir weiterlaufen lassen. Und wir gehen auf den Großbildschirm. Habe ich vergessen. Haben wir ja gar nicht so viel erzählt. Ja, das Wichtigste, was ist, wir haben dieses Zeug hier, das alles faul geworden ist, das hatten wir ja auch schon. Und das heißt, wir müssen mal den ganzen Spaß hier löschen. Und dann muss das auch entfernt werden hier. Kann das mal einer wegmachen, weil das bringt nichts, wenn das, glaube ich, die ganze Zeit faul ist. Macht das dann einer? Ja, wird, glaube ich, komplett weggemacht. Das ist gut. Und dann müssen wir es neu pflanzen und hoffen, dass es nicht wieder befallen ist. Ne? Wenn Fedi fertig ist, dann kann Fedi hier mal sauber machen, oder? Ach, der bringt den Stein gerade weg. Ja, das ist ja auch gut. Red One. Wenn du hier schon forscht, dann kannst du auch mal sauber machen. Ne? Page macht das ganze Werk hier weg. Warte mal, da, die eine Zone ist ja schon weg. Dann können wir die gleich schon neu anlegen, oder? Anbauzone hatten wir hier. Anbauzone 1. Wo wird schon was gepflanzt? Was denn? Kartoffelpflanzen. Ich wollte da keine Kartoffeln, ich wollte Reis haben. Reispflanze. Ja, okay, es kommt jetzt Reis hin. Ich hoffe, das ist weit genug weg, dass es nicht wieder übergreift, ne? Sonst haben wir ein Problem. Aber das sieht erstmal gut aus, oder? So, Paige hat ihren Raum sauber gemacht. Komm, räum mal dein eigenes Zimmer auch auf und weil du da hinten bist, darfst du den Gang. Okay, mach erst den Gang sauber und dann den Raum. So, er macht was? Ah, er baut da oben irgendwas. Ah, den Fußboden wahrscheinlich. Okay. Hypothermie. Was ist Hypothermie? Ist das sinnig, dass er jetzt das da noch hinlegt? Vielleicht geht er besser rein. Lass den da liegen und reinige mal die Krankenstation. Ah, hier ist auch schon die Fäulnis drin. Okay, das heißt, das kannst du auch löschen. Ja, du sollst ja auch reingehen jetzt. Schaffst du das noch? Kannst du den tragen? Kümmere dich mal ums Feuer.
glaube, ihm geht's schon besser. Leicht, okay. Am Kiefer hat er Erfrierung, hat er rumgesabbert wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt gehen die nur in eine Kühlkammer, ne? Kann der Hund hier auch aufräumen? Nee. Feli holt Holz, okay. Und dieses Feld ist noch nicht weggemacht worden, okay. Und aus Page. Da oben, was macht die Holzfällen? Okay. Feli holt gerade was rein. Eine starke Lebensmittelvergiftung auch noch. Ey, super, läuft das. Warum geht er jetzt wieder raus? Ja, Entspannungsübung hier. Das ist ja wieder richtig geil. Ne? Friert sich den Hintern ab. Komm, dann mach mal lieber hier den Raum sauber, wie das du spielen gehst. Komm, du kannst ihn gerade beerdigen. Nein. Was war jetzt wieder? Everchild ist gestorben. Noch nicht. Was machen wir mit dem? Jetzt macht er nichts mehr, ne? Übergeschnappt geht traurig umher. Ja, am Feuer ist okay, da kannst du auch traurig umhergehen, da wird es ja wenigstens warm. Kann ich den noch an eine Krankenstation bringen? Ich glaube, da muss er von alleine durch, ne? Und das hier kriege ich auch nicht weg. Und er, was macht er jetzt? Komm, geh mal besser rein, ey. Haben mir gerade Sorgen, wenn die da draußen rumlaufen. Wird das auch aufhören, das übergeschnappt oder? Kann irgendwer ihm helfen? Wohl nicht. Jetzt hört der kalte Wind wenigstens, glaube ich, auf, ne? Er weiß nicht, ob der irgendwas macht oder nicht macht, ne? Er geht erstmal rein. Das ist jetzt nicht alles so prickelnd, was hier gerade abgeht, oder? Pech geht essen. Was ist mit Everschild? Weiß nicht, wann das wieder besser werden könnte, ne? Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Wie kann ich den denn hier anbringen? Ruhe dich aus, bis du geheilt bist. Kann er das auch? Ne, bei dem kann ich nämlich nichts machen.
Nicht verletzt. Nein, geht nicht. Na, er holt auf jeden Fall was zu essen jetzt. Und mit dem weiß ich nicht zu interagieren jetzt. Der geht traurig umher, da weiß ich jetzt auch nicht. Er macht erstmal Essen, das ist schon mal gut. Und dann müssen wir uns irgendwie um diese Häschen mal kümmern, dass die hier drinnen weniger werden. Kannst mir erzählen, was du willst, oder? Hase 4. Trächtig, okay. Befehle. Schlachten. Das wird jetzt geschlachtet. Wer macht das? Page fühlt sich da nicht für zuständig. Die räumt lieber auf, glaube. Ansichten zur Mahlzeit. Keine Ahnung, wer das noch lesen sollte, hatten wir auch noch, ne? Ja, den Pferden kann ich auch nicht helfen. Ich habe keine Möglichkeiten, glaube ich. Das andere Pferd ist schon tot, oder was? Und das sind ja hier Ziegen, oder? Dem geht's aber wohl gut, ne? Kaputte Kleidung. Ja, er hat kaputte Kleidung, ist mir klar, aber entspannen tut er. Okay, vielleicht wird es ja irgendwie mal besser werden, aber momentan kann ich da nichts dran ändern, glaube. Die beiden sind am Essen. Oder lernt sie? Entspannt sich sozial, okay. Entspannt sich auch sozial. So, wir brauchen mal ein Bett, ne? Hier muss ja... Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Können wir das wieder löschen? Ja, können wir. Das muss da in das Bett. Und Nachttisch haben wir auch noch. Kommt daneben. Hier fehlt auch noch ein Nachttisch. Da ist er, glaube ich. Hier ist auch kein Nachttisch. Pesch geht jetzt schlafen. Gut. Red Run. Ist schon sauber gemacht? Nee, ne? Er läuft immer noch umher. Mal gucken, was er in der Nacht macht. Ob er dann immer noch umherläuft. Ja, reinige aber erst dein Zimmer, bevor du schlafen gehst, ne? Das ist ja wohl das Mindeste. Die anderen schlafen alle. Und er geht jetzt auch schlafen. Ne, erst hat er vielleicht was zu essen. Ne, er geht da ins Bett. Okay, weil er auch kein anderes hat. Aber er ist doch in der Krankenstation. Das ist doch schon mal gut, oder? Ruh dich aus, bis du geheilt bist. Ich hoffe, das funktioniert bei ihm jetzt. Vielleicht geht das ja wieder. So, wenn die schlafen, können wir auch schneller laufen lassen. Ne? Ich hoffe, der bleibt liegen, wenn er andere aufstehen. Wäre nämlich besser. So, Page macht schon sich auf den Weg. Wohin? Wohin des Weges bitte? Was zu essen. Okay, das darfst du noch. Dann machst du mal einen Esszimmerraum sauber da. Er hat hier komischen Schlaf gehabt in Rot, oder? Aber heilen tut er sich auch dabei wohl. Dann geht's ja.
Nee, nee, erstmal hier sauber machen. Und da Ebbenschild gerade nicht so eine schöne Umgebung hat, kannst du danach das noch sauber machen. Ich glaube, füttert ihn jetzt, oder? Behandelt Everschild auf jeden Fall. Trägt Kräutermedizin, okay. Ah, okay, das ist schon mal nicht schlecht, was du da machst. Dann geht es ihm bestimmt auch gleich besser. Fertig, gut. Nee, Pech, mach mal gerade die Station sauber, bevor du unten weitermachst. Ach, er ist schon wieder aufgestanden. Was macht er denn jetzt? Stellt Kurzbogen her. Auch interessant. Auf jeden Fall ist er nicht mehr so mies drauf, oder was? Ist wieder ganz gesund, bis auf die Schussnarbe. Und die geht sowieso nicht weg, oder? Dann geht's. Wer hat denn? Er hat aber immer noch die Unterkühlung, oder was? Der geht aber hier nicht sich ausruhen, ne? Nicht verletzt. Okay, dann die Steine kloppen, das geht auch. Ich habe immer wenig Nahrung. Aber hier macht ja auch keiner Müll weg, oder? Hier ist kein Reisfeld mehr, oder? Noch Pfeil und Bogen, okay. Wo bringt er das hin? Bitte schön. Da rein, okay. Lagerzone 2. Habe ich wohl mal irgendwann da angelegt. Keine Ahnung warum. So, was haben wir hier? Trächtig. Und das? Auch trächtig. Schlachte ich dann natürlich nicht, ne? Was ist das? Ach, das ist so ein Hase, der geschlachtet werden soll, ne? Macht nur keiner. Dann warten wir das mal ab, bis da irgendwas passiert, oder? Was macht Peixe hier? Ah, räumt auf, okay. Hier schon Aufgaben drin? Nö. Machen wir 4 Jacken. Aber ich weiß nicht, wer die macht. Wahrscheinlich fehlt uns da auch dann was, oder? Details. Leder. Muss ich noch irgendwas ausrichten? Ich glaube nicht, ne? Okay, keine Ahnung, wer das machen kann. Was macht er jetzt zurzeit? Okay, er könnte hier nochmal Steine wegschreiben. Objekt wegtragen, Objekt wegtragen. Muss da ja nicht so aussehen. Wir haben irgendwie kein Licht da oben. Das sollten wir uns auch nochmal drum kümmern. Ist das unter Möbel? Ah, ja. Ich denke mal, wir können mal hier in diesem Gang eine Fackel da hin machen und dann ist hier oben vielleicht auch noch vonnöten. Ne? Da oben fehlt auch noch eine Tür. Hier muss noch eine Tür rein. So, Holzfußboden fehlt hier auch noch, oder? Hier ist schon was in der Ecke, okay.
Wahrscheinlich ein Holzfußboden, ne? Wie weit ist hier unsere Forschung? Okay, Solarmodul ist fast fertig. Batterien sind ziemlich voll. Der Herd, Aufgaben. Fleisch, vegetarisch, tierische Produkte. Liebige Arbeiter. Aber das kann keiner machen, weil, ne? Keiner hat die Kochkunst, oder? Oh Gott, hier wird schon wieder gerammelt. Da wird der nächste Stein weggebracht. Eigentlich sieht das doch alles gut aus, oder? Aber hier müsste noch geglättet werden auch. Okay. Er holt sich da irgendwelche Steine wieder rein, um die zu bearbeiten. Ah, schau, da schau her. Wir haben die Granitbrocken, die wir hier, glaube ich, produzieren, werden jetzt hier verarbeitet. Das heißt, wir stärken unsere Außenwand, ne? Wand. Ich würde das jetzt mal zumachen wollen. Ja, dann sind wir da schon mal ein bisschen besser versteckt. Okay, hier. Oben müsste man auch noch mehr machen, ne? Ja, vielleicht wird das ja noch. Was ist das hier? Schrott, ne? Zerfällt. Bauteile. Okay. Dann sollte man die mal wegtragen. Das Lager hier ist voll, ne? Und das ist noch nicht mal überdacht. Das ist auch schlecht, ne? Dann müssen wir mal ein überdachtes Lager machen. Gestein abbauen. So, oder? Ach so, da müsste man vielleicht auch einen Eingang machen. Von der Krankenstation aus, ne? Ach, hier gibt es auch noch was zum Abbauen. Ah, und da auch noch wahrscheinlich. Und keiner macht Essen, kann das sein? Das ist schlecht. Ja, weil hier unsere Felder kaputt sind. Aber jetzt sind sie endlich weg. Schnell eine Zone machen. Schnell eine Anbauzone machen. Schnell Reispflanzen. Reispflanze. Und dann noch das weg. Nächste Zone. Daneben mit Kartoffeln. Pflanze, Kartoffelpflanze. Ich hoffe, jetzt wird das schnell gemacht, ne? Ja, da wird schon gepflanzt. Gut. Es wird nämlich auch Zeit. Wer weiß, wie lange wir noch Essen haben. So gut wie gar nichts wahrscheinlich. Ist hier noch was? Ist das? Ah, Solarmodul ist fertig. Hydrokulturen, verbesserte Lampen, Maschinenbau, Wasserspender, Geometrie, Röhrenfernseher, ja, das ist auch wichtig. Plattenrüstung, lange Klingen, Bierbrauen, Teufelsgarn. Teufelsgarn brauchen wir, damit wir Sachen machen können. Ich glaube, das fehlt uns vielleicht, ne? Ah, guck mal, hier macht einer schon unsere Tür rein. Das ist schon mal gut, Eberschilder. Was machen die anderen drei? Hier ist wenigstens jetzt Licht im Gang. Das ist schon mal etwas, ne? Redran geht wieder forschen. Hey, Redran, du machst jetzt mal hier sauber. Vor allem in der Küche. Eberschilder hat jetzt tatsächlich was gegessen, ne? Nein, es wird nicht geforscht, es wird sauber gemacht. Kann ich leckere Mahlzeiten kochen? Unter 6. Was sind denn hier so die? Kochen 2.
Kochen 3. Kochen 1. Kochen 2. Werde dann Kochen 3. Ich. Kann die das Buch lesen? Lest das mal, damit du vielleicht mal Stufe 4 kriegst beim Kochen. Hat sie jetzt schon gemacht oder was? Okay, jetzt geht's mal richtig. Ach, 4000 Punkte, Lernstufenfortschritt. Wow. Keine Hingabe. Na super. Hingabe ist wahrscheinlich die Pflanze daneben, ne? Ja. Hat denn jemand hier Hingabe beim Kochen? Nö, natürlich nicht. Dann wird das heute nichts mehr. Okay, kriegt gleich die 1000 vielleicht zusammen, aber das bringt uns auch nicht weiter, ne? Okay. Was macht er? Ah, das war das letzte Grab hier, ne? Da müssen wir eine neue Grabstätte haben. Strukturen, waren da Grabstätten? Diverses. Hier, Grab. Machen wir wieder Neues, falls jemand stirbt, dass wir ihn gleich beerdigen können. Okay, das ist ja schon mal schön zu, ne? Jetzt lass uns mal gerade noch die Mauern weitermachen. Zu wenig auf Lager. Ich möchte das trotzdem machen. Damit das schon mal zu ist. Dann würde ich hier offen lassen, wegen, ne? Und hier lassen wir auch ein Stück offen, dann machen wir da eine Tür rein oder so. Hier haben wir die Tür da, das heißt, wir können hier zumachen. Hier würde ich auch zumachen. Dann lassen wir mal ein Stück offen. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Machen wir das mal so, oder? Was hier ist, keine Ahnung. Baustelle Wand Granit. Okay, wir werden sehen. Unser Essen verfault jetzt nicht, das ist schon mal gut. Hier haben wir noch kein Wachstum groß und hier haben wir 1%. Na, super. Vielleicht haben wir ja Glück und es kommt erst eine Karawane rein. Oh Gott, eine halbe Stunde ist die Spannung lang, die Folge lang. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ah ja, was ich vergessen hatte. Ich habe immer nachgeguckt in dieser Folge oder dieser Staffel oder in diesem, ja, Zuhause, ob man da weg kann. Und das geht irgendwie nicht, ne? Wenn man da von diesem Weltkartenende weg will, hier, das geht nicht, das ist unser Problem. Irgendwie findet er hier nicht raus und deswegen bin ich schon am Überlegen gewesen, dass wir vielleicht doch ein neues Camp anfangen irgendwo, eine neue, oder kann man das auch anders machen? Ich weiß es nicht, ne? Ja, wir können ja mal gucken. Eine Karawane können wir ja nicht formen, ne? Und dann dahin gehen. Füge eine oder mehrere Wegpunkte hinzu. Tja, das funktioniert halt nicht. Ja, das Planet, Gelände. Aha. Akzeptieren. Passiert aber nicht. Ah, jetzt geht's irgendwie.
Kann ich die alle mitnehmen? Ziegenbock nehmen wir mit. Alle Hasen nehmen wir mit. Nehmen wir alle mit. Und jetzt die Frage, was wir alles tragen können, ne? Bauteile mitnehmen, Stahl mitnehmen, aber Stahl können wir nicht tragen. So, da können wir hier weniger machen. Da kommen wir mal nur 50. Kann ich ja da alles mitnehmen? Warn kann ich auch nicht mitnehmen. 25. Stute kann ich nicht mehr mitnehmen dann, okay? Aber die ist auch tot. Das nehmen wir mit. Dann könnte ich sogar mitnehmen, Plastahl. Okay, das geht nicht. 10? Ja, will gehen. Holz. Toten wollen wir nicht mitnehmen. Und entsenden. Und die Karte das Gebiet nicht verlassen. Seht ihr, das ist das Problem. Wir können nicht weg. Und das ist schade. Und deswegen bin ich am Überlegen, entweder wir machen eine neue Kolonie oder wir machen es so, dass ich hier weiterspiele und am Ende zeige ich euch mal, wie die neue Kolonie, die ich dann errichtet habe, so langsam vorangeht, bis er dann so weit ist, dass wir switchen. Dann lassen wir diese hier kaputt gehen oder halt, wir bleiben bei dieser Kolonie. Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.